Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir sind in der letzten Folge, wir stehen hier in diesem Dorf. Das heißt Strawberry. Und wir werden in diesem Dorf diesen Schädel klauen. Nein, natürlich nicht. Wir werden in dieser Folge versuchen, Mac aus dem Gefängnis zu befreien. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich meine manuelle Sonne hier aufgestellt. Ausleuchtungstechnisch völlig für den Arsch. Aber egal. Wir gehen hier rein. Ist übrigens Samstagabend. Deswegen. Ja. Hallo, Sir. I've come from Blackwater. I'm on the trail of a dangerous gang. Como Driscoll. Heard you had some sort of incident. We don't deal with bounty hunters around here, son. I was just wondering if Might I could get a description. Well, they weren't friends. They got in a fight, two men got killed. Now, one of them's an idiot, the other's some kind of dumb mick, so maybe them's your boys. You can look right enough when we hang them. Thank you, Sheriff. Okay, und jetzt? Let me out of here, you maggots! Wo ist er denn? Finde und rede mit Mika. Oder mit Mika. Wir haben ihn auf jeden Fall schon gehört. Cap, wird wahrscheinlich hier unten im Keller sein. Can hold me? Ja. You hear me? Arthur! Hello, friend. Had a good time, did you? You gonna get me out of here? I ain't decided yet. Real funny. Oh, I ain't joking, cowpoke. I heard so much bluster out of your mouth these last 6 months. And now, I got an opportunity to watch you be silenced. Well, you gotta do something. Why? I always looked up to you, Arthur. Well, that's your first mistake. Listen, there's one little problem. That's glad. There's only one of me, and there's a whole town full of people wanting to see you swing. You got to do something, Arthur. Ja, was soll man denn da machen, Alter? Soll man irgendjemand Maybe anders? Steam donkey over there still works. Vielleicht tut es die Dampfwinde da drüben noch, oder was? Finde einen Weg, Mika zu befreien. Haken greifen. So, und das bringen wir jetzt da vorne an, oder was? Hook that over the bars. See if you can pull them off. Haken befestigen. What a modern disaster this is gonna be. Just pull that lever. Come on. Pull that lever. Ich hole mal gerade mein Pferd hier hin. Oder zumindest. There'll be more law here any minute. Okay, Pferd ist am Start. Hebel. Ist. Gezogen. Oh, ich muss pushen. Okay. Und wir haben es am Start. Holy crap. Das Haus könnte schon einstürzen. Let's get out of here, come on. What the hell are you doing? He wasn't O'Driscoll. Alles klar. Das wird eine schöne Scheiße hier jetzt. Okay, das war der erste. Aus Versehen ins Gesicht geschossen. Okay, er ist down. Komm schon, zeig dich. Ja, ihr seid hier. Ja, wo ist mein Horse? Don't go that way. Let's get the hell out of here. I got some unfinished business. Trust me, Morgan. Trust you. You have finally lost your damn mind. Ja, voll. Hey, Moment mal gerade. Wenn ich jetzt nach so drücke, Micah Bell, hilfsbereit, Verlauf, Missionsinfo. Ich kann es mir nicht angucken, Mann, was ich mache. So eine Scheiße. Also, ich bin ja das Ding, das ist Gold, Silber. Und,
geht. Wo will er denn hin? Ja, mach ich ja. Da kommt der nächste. Look out, we got more coming in. Komm schon. Hell's coming for you. Right now. Ich muss hier irgendwie mal hier in die Bär klauen. Let's go. Where are we going? Making a house call. There's more of these morons. Komm noch, treff. Willst du mich foppen, Alter? Repetierkarabiner. Repetierkarabiner. Hat er ein Gewehr? Repetierkarabiner. Was macht der denn da drin? Gesucht, tot oder lebendig, alter Schwede. Maddie? Alter, was macht der? Ich kann da nicht rein. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Seine Schießeisen. Also wir werden hier im ganzen Ort gesucht. Tot oder lebendig. Lol. Es geht. Ihm wurde hardcore in den Fuß geschossen. Oder was? Hä? Was denn das? Ey, keine Ahnung, Mann. Ohne Scheiß. Das ist doch irgendwie voll komisch reingestolpert hier, diese Mission. You have really lost it this time. Oh, gegen den Pfosten. Da oben der. Ja, finish these bastards. Ey, was ist denn für ein Typ, Alter? Und den sollen wir jetzt mitnehmen, weißt du? Ja. Yeah. Oh shit. Reckon it's time we got out of here, Morgan. Tot oder lebendig. Schön in den Rücken. Boah, was geht, ey. Moment. Jetzt habe ich aber hier die Schnauze voll. So. Ohne Scheiß, ja. Rettungsfunktion hin oder her. Ich habe schon gedacht, dass es heftig wird. Dicker Ride hier. Wow. Wirklich. Also. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Zu dieser Steuerung. Er hat sie kalt gemacht? Okay. Wir kommen mit den Gesetzeshütern mit Micah. Ja, lol, ey. Tot oder lebendig. Some good shooting, Morgan. Ooh, I gotta hand it to you. What the hell was that you pulled back there? Auf gotta jeden. Be wild, all right. Wild? Making a house call in the middle of all that? Ain't much I care about more than those guns. That much is clear. Who was that fella? Skinny? Yeah. We ran together for a while. Did a bank job down south. Didn't end well. I saw how it goddamn ended. He was gonna let me hang. I'm starting to wish I had.
And you owe Lenny, too. If he hadn't found us in time... Yes, we'll all be thanked profusely, I promise. Yeah, well, you're lucky Dutchy's got your back. For some unknown reason. Junge, 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 ey, das war eine heftige Scheiße. Freunde, ich überspringe den Ride hier anscheinend nicht. I think we finally lost him. Well, I hope so. I'm giving you a holster. My way of saying thank you. And thank you. There I was, having a dull day only for you. To liven it up by letting me help you shoot up half a town. You're a funny fella, Arthur. Real funny. Why you act all sour all the time? Yeah, well, you ain't funny at all. So why you gotta act like the court jester? All right, listen. I'm sorry, but we're family now. Arthur, you and me. Sons of Dutch makes us brothers. Sometimes brothers make mistakes. I'm heading back to my little camp round back of Strawberry. Come see me. Maybe I can make things up to you. You ain't heading back to Dutch? No, I've been a bad boy, Arthur. I ain't seeing Dutch till I can bring him a peace offering. Bye now. Yeah! Okay. Kompendium aktualisiert. Zweitholster. Achtung. Okay. Same. Zweitholster. Das gucken wir uns aber mal gerade an. What the fuck ist Zweitholster? Verbesserte Holster, Zweitholster. Ermöglicht es dir, zwei Handfeuerwaffen gleichzeitig zu ziehen und abzufeuern. Yeah. Also das ist geil. Das ist geil. Dann brauche ich ja definitiv eine neue Knarre oder was? Selig sind die Sanftmütigen. Na, gucken. Können wir uns jetzt auch nochmal angucken, was wir hier hätten machen können. Diese scheiß Checkliste fehlt einfach, Mann. Töte bei der Flucht die berittenen Gesetzeshüter innerhalb von 55 Sekunden. Lande 15 Kopfschüsse. 70%. Schließe die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Habe ich hier Gesundheitsgegenstände benutzt? Oder was ist los? Nach schweren Straftaten werden Städte oft für einige Zeit abgeriegelt. Sie werden dann auf der Pausenmenükarte als rote Bereiche angezeigt. Roter Bereich, so quasi genauso wie Blackwater. Und hier Strawberry. 300.000 für das Kopf... 300.000. Ja, wahrscheinlich. Boah, was? 300, ey? Wirklich? In ganz, irgendwas komisch. New Elizabeth könnte sein, ne? So, ja gut. Dann bleibt uns an dieser Stelle ja eigentlich nur noch wieder ins Lager zurückzureiten. Die Mission mit John Marston zu machen. Was haben wir denn hier? Ach so, hier kann ich mein Kopfgeld bezahlen. Ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Ich habe auch gar nicht genug Geld dafür. Was ich eigentlich noch machen könnte, ist, ich könnte versuchen, mir hier diesen heftigen Gaul zu holen. Haben wir denn noch? Ja, wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Dann machen wir hier einen kurzen Cut, Alter, und springen gleich in die Kälte. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt hier an unserem Lagerplatz auf dem Berg. Das heißt, wir haben die Nacht hier verbracht. Wir wachen gerade in unserem Zelt auf. Und wir brechen unser Lager ab. Das heißt, wir werden jetzt gleich an dem Ort sein, wo das Pferd... Moment, wir müssen erstmal hier das Lager abbrechen. Ne? Können ja nicht andauernd irgendwie 10.000 Lager in der Welt stehen haben. Wir werden jetzt gleich an dem Ort sein, wo dieses besagte Pferd auftauchen wird. Wir brauchen definitiv unsere... Lasso. Dann werden wir jetzt die letzten Meter einfach mal zusammen hier durch die Gegend reiten. Ich weiß definitiv, dass dieses Pferd nicht leicht zu zähmen ist. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich im Endeffekt dafür brauchen werde. Und ich habe Hunger. Ich habe das Revier eines legendären Tieres betreten. Aber in dem Gebiet ist zu viel los, um es aufzuführen. So. Genau. Da ist das Pferd.
da ist das Pferd. Wir müssen aim. Komm schon, oh. Komm schon. Warum ist denn das so? Sag Amoy. Jetzt läuft's weg. Komm schon. Ist wenig, ne? Oh, ist das easy hier drin? Nee, jetzt gehe ich runter. Nein. Da unten ist es. Es läuft noch. Alles gut. Wir sehen es noch. Alles gut. Da ist es. So, und jetzt seht ihr auch, warum ich dieses Pferd haben möchte. Es ist einfach übel schnell. Es ist irgendwie anscheinend das schnellste Pferd hier in dem Game. Oh, jetzt muss ich aber langsam... Oh, ich hab's fast gehabt. Ja. Nein. Komm schon. Schmeiß! Beruhigen. Nein, ich hab's freigelassen. Beruhigen. Ich muss mich echt draufsetzen. Untersuche das Pferd, um Informationen zu sammeln. Kann ich mich draufsetzen? Ah, da hätte ich fast... Wäre ich fast draufgekommen. Lauf doch. Und aufs Pferd. Und rauf. Komm schon. Komm schon. Nur bis ich drauf sitze. Jetzt. Hey, settle down. Araber, jawohl. Beruhig dich. Alles gut. Hey, whoa. Nein. God damn it. Can we try that again now? No, wait. Hey, where you going? Yep. Schnell hinterher. Yep. Oh, ist das heftig. Oh, hier durch. Okay. Und lass hoch. Und go. Komm schon, das kriegen wir. Ain't no fake. Aufsitzen. Easy. So. Nicht gegen die Bäume. Easy. Oh, was? Okay, then. Whoa, wait. Es will nicht. Es will wirklich nicht mitkommen. Oh, das ist echt schwieriger als gedacht. Jetzt müssen wir hier die... Ich hab's verloren, oder? Wo ist es? Nein. Ist es weg? Hey, Buddy. Ich glaube, es ist weg. Da ist es. Oh. Soll ich mich jetzt mal langsam nähern? Bremst doch mal, oh Affe. Okay, es ist ziemlich aufgebracht. Komm schon, Kleiner. Aha! Komm schon. Mann. Ich muss es natürlich erst beruhigen, das ist mir schon klar. There you go. Easy.
So, Pferdchen. Ey, ohne Scheiß. Ey. Ah! Mann, dieses Move. So. Go easy. Go easy. Now easy. Oh, oh. Easy, easy. Scheiße. Da vorne kommt was Dickes auf uns zu. Moment mal. Away from me. Digga. Noch mehr? Ich schätze, ja, da sind sie. Wölfe oder was? Really? Hey, back. Stay back. Ja, die sind wahrscheinlich eher beschissen jetzt, diese Wölfe. Komm mal gerade her. Ah, hab ich's da gerade gehört? Ich hab safe. Safe hab ich's gehört. Es ist gerade weggeritten. Jawohl, da ist es wieder. Komm schon. Da ist es. Zack. So, jetzt das Pferd nicht dazwischen kommen lassen. Beruhigen. Aufsitzen. Halte nach unten gedrückt und bewege L entgegen der Bewegung des Pferdes. L gedrückt, okay. Come down, come down. Okay. Okay. Du hast das Pferd jetzt zugeritten, aber es hat immer noch eigene Eigenschaften eines Wildpferdes. Steigere die Verbundheit zu ihm, damit es gehorsam wird. Whoa, girl, easy. Easy, easy. Komm, wir reiten mal hier ein bisschen rum. So. Am besten würde ich sagen, reiten wir jetzt einfach nach Hause. Der Weg nach Hause wird anstrengend genug sein. Kann ich ihm Futter geben? Sellerie, hier, guck mal. Sellerie. Vielleicht noch ein bisschen Mais geben. Ja, guck dir das an. Hm, Pferdchen. Hier hast du noch ein Apple. Jo, Apple. So. Schön die Verbundenheit steigern. Verbundenheitsstufe Eich. Eich. Mit diesem Pferd aufgebaut und es wird ab jetzt auf dein Pfeifen und deine Befehle hören. Sattel es, um es zu deinem Hauptpferd zu machen. Baby Girl. Wir haben das heftigste Pferd im Game anscheinend jetzt. Und darauf werden wir mal derbe aufpassen. Das bedeutet, ich werde jetzt dieses Pferdchen hier entsatteln. Just getting this off you, girl. Yeah. Und du, komm mal gerade her hier. Ach, das ist auch so ein kleines, ne? Das ist ein Araber. Um uns jetzt mal gerade die L2, die Informationen anzugucken, untersuche ich das Ganze. So, Araber, ein Weißer. Geschwindigkeit, volle Möhre, Beschleunigung, volle Möhre, Wendigkeit, Elite. Das ist mein Hauptpferd, Baby. Alright, girl. Come on. So, und das andere Pferd kommt jetzt mit uns. Nice. Freunde, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal hier von dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war ein krasser Ritt hier. Und ja, ich würde sagen, morgen geht's direkt weiter. Ne? Bis dann. Tschüssikowski.